Wir befinden uns hier auf dem Gemeindegebiet von der Stadt Quickborn. Im Hintergrund sehen wir die Gemeinde Ellerau. Wir stehen hier an der Bahnstraße. Die Bahnstraße teilt die Kreise Pinneberg, eben zu Quickborn gehörend, und es teilt Ellerau, eben Kreis Segeberg. Und im Hintergrund sehen wir das alte Industriegelände der Firma Devalit, das von der Firma Hillwood käuflich erworben wurde, die die Bestandshallen derzeit abreißen, um dort etwas Neues zu errichten, nämlich einen logistischen Industriebetrieb. Und auf einer Gesamtlänge von 400 Metern und einer Tiefe von 40 Metern sollen hier 5 Hallen entstehen. Das gesamte Gebiet hat eine Fläche von 5 Hektar, wovon die Hälfte, also 5 Hektar, komplett für Logistikhallen genutzt werden sollen, an denen große Lkw ihre Waren ausladen können. 10 Andockstationen für Lkw pro Halle, also 50 Lkw haben hier die Möglichkeit, ihre Waren zu B- und entladen. Bei einem logistischen Betrieb dieser Art und Weise, der jetzt geplant ist, existiert eine Baugenehmigung, die der Kreis Segeberg ausgestellt hat. In dieser Baugenehmigung ist anhand eines Lärmgutachtens herauskristallisiert worden, dass es bis zu 800 Fahrbewegungen, also 800 in eine Richtung, 800 in die andere Richtung, erlaubt sein dürfen. Obwohl Hillwood vielleicht angibt, dass diese Zahl etwas überhöht liegt, besteht dennoch die potenzielle Möglichkeit, dass über das Gemeindegebiet von Quickborn 1600 Fahrten von Lkw, deutlich über 7,5 Tonnen, also wir reden hier gut von 38 Tonnen, dieses Stadtgebiet befahren werden, um über die Autobahn die logistische Ware wegzubringen. Für die Anwohner Quickborns bedeutet es eine deutliche Verkehrslärm- und Umweltbelästigung. Diese 1600 Fahrzeugbewegungen, maximal möglichen Fahrzeugbewegungen, erzeugen in der Tat ein deutlich überhöhtes Verkehrsaufkommen auf erstmal direkt der Bahnstraße. Die Bahnstraße ist A, von der Beschaffenheit überhaupt nicht darauf ausgelegt, diese ganzen Fahrzeuggewichte und Mengen ertragen zu können. Aber auch der Verkehrsfluss ist bei dem zusätzlichen Lkw-Aufkommen nicht mehr gewährleistet. Es ist letztendlich so, dass davon auszugehen ist, dass es zu Ausweichverkehren kommt. Es gibt Knotenpunkte hier, die neuralgisch sind. Dadurch befindet sich zum einen der Kiefernweg. Auf der anderen Seite ist es der Grandweg und der Lerchenweg. Diese sind direkte Anwohnerstraßen, die von Anliegern, Anwohnern, aber auch dann von zukünftigen potenziellen Mitarbeitern gern als Ausweichstraßen genutzt werden, um letztendlich auch das Ziel zu erreichen und einen Verkehrsfluss zu haben. Diese Straßen allerdings sind noch weniger ausgelegt für den zu erwartenden Verkehr, sodass es auch dort zu einer deutlichen Mehrbelastung sämtlicher Quickborner kommen wird. Ein Verkehrsgutachten aus dem Jahre 2011, das mal durch die Stadt Quickborn erstellt wurde, hat einen Personenkraftverkehr von ungefähr 5.800 Pkw zur Folge gehabt, bei einem damaligen Schwerlastverkehr von 660 Fahrzeugen. Mit der nun vorhergesehenen Verschlechterung des zusätzlichen Verkehrs, sowohl was Mitarbeiter angeht, als aber auch zusätzliche Lkw, geht man davon aus, dass sich die Schwerlastquote bei guten 30% bewegt. Also mindestens jedes vierte Fahrzeug, das dann über die Straße fahren wird, wird ein Lkw sein. Die Baugenehmigung ist bereits erteilt und wie man auch sehen kann, beginnen bereits die Abrissarbeiten. Unsere Forderung ist es, dieses Projekt gänzlich einzustellen. Es gibt keine Kompromisslösung für Quickborn und aus unserer Sicht auch nicht für Ellerau, um dort diesem erwartenden Verkehrsaufkommen in irgendeiner Weise gerecht werden zu können. Die Stadt Quickborn hat Widerspruch gegen diese Baugenehmigung eingelegt und aufgrund der Tatsache, dass dort die Resonanz bzw. die Bearbeitung immer noch folgt, wurde zusätzlich jetzt eine Fachaufsichtsbeschwerde beim Innenministerium angeregt, um dieses Projekt und Bauvorhaben zu stoppen. Daher ist unsere Forderung, dieses Bauprojekt von Hillwood gänzlich zu stoppen. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.